Hallo und recht herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu Path of Titans. Und ja, es ist einiges passiert in der letzten Folge. Es war ein Running Gag. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich wusste, dass die Folge einfach katastrophal war. Freut mich aber umso mehr, dass es euch gefallen hat. Ich weiß aber jetzt deutlich, deutlich mehr. Auch, dass da vorne einer steht. Was willst du? Drück Palavermann. Ist der AFK? Ich müsste direkt abgefuckt sein und ihn töten, ne? Aber ganz ehrlich, lassen wir. Aua. Bist du friedlich? Oh, habe ich ein süßes Gequieke. Mein Gott, da join ich einmal und direkt Action. So, aber während ich mit euch rede. Boah, diese Motten oder Schmetterling können die mal ein bisschen kleiner machen. Ich denke, jedes Mal wäre irgendein Flugsaurier oder irgendein Dino bei mir. Also, ich habe vieles gelernt. Nicht nur jetzt durch die Kommentare, sondern auch durch den Livestream. Warum mein Dino, für diejenigen, die nicht mein Livestream verfolgt haben, weil ich möchte das ja immer so betrachten, dass es auch hier Spieler gibt, beziehungsweise keine Spieler, die das Spiel vielleicht sich holen möchten, aber sich durch dieses Let's Play dadurch so ermutigen möchten, ob es was auch für die wäre. Warum ist meine Farbe anders als nicht in den Einstellungen? Hier bei Charakter. Warum ist meine Farbe anders als wie hier auf dem Bild abgebildet? Ganz einfach. Weil ich ein Jungtier bin und mit jeder Stufe ändert sich auch die Farbe bis zu dem jeweiligen Punkt, wie man die Farbe auch wirklich generiert hat. Ist eine coole Mechanik auf jeden Fall, ist allerdings jetzt für mich so ein bisschen schade, weil ich bin so hässlich. Aber ist egal, wir werden mal schön und jetzt wollen wir erstmal, weil wir haben jetzt den EP Boost, den wollen wir jetzt mitnehmen. Salzstein? Was ist denn hier Salzstein? Normalerweise sind ja auch hier. Ja, und da kommen wir zu dem nächsten Thema. Nicht nur, dass der Fallschaden, weil der Fallschaden wurde alles überarbeitet. Interagierende Wohnen. Oh, ich muss schon zurück in die Wohnhöhle. Warte, ich muss das mal eben machen, das nehme ich mit. Aber schade, warum habe ich das nicht gemacht, bevor ich die letzte Folge beendet habe? Fuck, war ein Fehler. Na egal, kann ich nicht ändern. Komm, wollen wir das machen? Ja, ja, bla 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 bla. Wir kennen's. Wir kennen es, wir kennen es. So. Und wenn ich mal irgendwann richtig, richtig, richtig fit bin, dann werde ich vielleicht nochmal so einen Einstieg für komplett blutige Anfänger machen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. So. Jetzt töte ein Fla. Jetzt schon? Ich soll jetzt schon einen Pflanzenfresser töten? Interessant, wo bin ich denn? Da bin ich lost? Ach, hier. Wird kaum angezeigt. Ich bin hier in der Mitte der Karte. Ganz ehrlich, dann lass uns zum Werkstein. Genau, lass uns zum Werkstein. Wir gehen zum Wegstein. Wenn wir jetzt mal hinwackeln. Und auch ein Sprung. Ich hasse euch. Normalerweise, ich hätte es jetzt einfach getan. Aber wegen euch allen. Oh, ich habe glaube ich einen Fehler gemacht. Wegen euch allen habe ich jetzt Angst, ins Wasser zu springen. Und die andere Sache ist, ich muss ja auch dorthin. Ah, da passiert doch nichts, oder? Komm, das ist tief. Weil wenn ich jetzt sterbe, ein Kroko sehe ich auch nicht. Oh, ein Glühwürmchen da vorne. Ach komm. Ah, schön. Boah, ich hatte gerade richtig Angst. Komm. Das war jetzt gut. Hier hatte ich doch mal das Erlebnis, wo ich doch mich hier positioniert habe und gehofft habe, dass ich nicht gesehen werde. Und dann kam der Dino angestürmt. Ich glaube, ein Spinno war das gewesen.
Auch so eine Schreckenssituation gewesen. Salzstein. An Salzstein kriegt man ja, glaube ich, immer 4 oder 5 Stück abgeknabbert. Aber will ich jetzt nicht machen. Als Salzstein habe ich jetzt gar keinen Bock. So, wir laufen jetzt erstmal zum Wegstein. Und an der Stelle möchte ich mich auch wirklich bei euch bedanken für diesen hammermäßigen Support, für diese Freude an diese ganze Geschichte. Ich habe mittlerweile 316 Abonnenten und ohne euch wäre es gar nicht möglich, weil ich wollte das machen als Ausgleich neben dem Beruf und halt auch belustigen, dass das dann allerdings so einen Erfolg hat für meine Verhältnisse. Stark, da möchte ich an der Stelle auf jeden Fall Danke sagen. Bevor ich jetzt hier wieder fressen werde, einmal kurz aufpassen. Aber sieht gut aus. Keine Ausdauer. Ich leg mich hin. Ja, oder dass ich manchmal so Aktionen bringe, wo ich denke, ist doch nichts Schlimmes. Wo einer dann geschrieben hat, wie kannst du dich in der Wiese so hinlegen? Das ist das... neben dem Krater einer der Hotspots überhaupt. Oh, oh. Ah, ich war das? Okay. Simon! Ihr seid cool, ne? Ich habe schon wieder falsche Aktionen. Sind die jetzt cool, oder... Keine Ahnung. Hm. Ja, auf den öffentlichen Servern allein ist immer ein bisschen kritisch. Achso, warte mal. Leuchtpilz. Vielleicht mache ich mal direkt hier ein. Wenn ich doch einmal hier bin. Kann auch machen. Aber so schön, dass die Ausdauer hier beim Alu 1000-mal besser ist als beim T-Rex. Also T-Rex ist wirklich Horror. Von der Ausdauer her. Wir müssen eh in die Richtung. Dort ist nämlich auch der Wegstein. Der wird uns nicht sehr viel bringen. Guck mal, wie viel Prozent sich das auffüllt, wenn ich den jetzt abliefere. Oh, 48%, das scheint einer zu machen. Ah, das ist, glaube ich, so, diese Leuchtpilze ist wirklich eine Best für Flugsaurier. Nix für mich. Guck mal, jetzt machen wir Folgendes. Erstmal liefern. Oh, ich habe sogar 5 Coins dafür bekommen. Dann benutzen wir. Genau, die Geschichte kennen wir ja auch. Bla bla bla. Ich höre doch schon wieder. Das ist immer noch der Wegstein, ne? Ne, das sind auch Leuchtpilze. Ah, da, guck mal, das sind auch Leuchtpilze. Oder Kiefern. Nee. Ja, stark. Ja, dann ist das ja nicht schwer. Ja, dann helfe ich dem Kollegen. Da können wir auch gleich die Blumengeschichte machen. Hey. Der hat schon abgeliefert. Macht der Kollege denn noch überhaupt was? Egal. Je mehr ich mache, umso mehr EP bekomme ich ja auch. Er hat schon einen fetten Hintern.
Na, und da muss ich auch überlegen, wann ich jetzt demnächst live gehe. Ach, ist das eine schöne Aussicht. Weil ich habe jetzt die Woche Urlaub und es kann sein... Oh, müde. Warum ist meine Leiste? Warum ist meine Leiste jetzt gelb wieder? Ah, okay, aber er füllt auf bis dahin. Ja, okay, dann habe ich einen ordentlichen Schub ja schon gemacht. Hm, anscheinend mache ich die Quest jetzt doch alleine. Kann ja nicht so lange dauern. Der Join nicht direkt schon so viele Dinos wieder gesichtet. Gott sei Dank alle bis jetzt friedlich. B80. Ja, gucken wir mal, wenn ich jetzt wieder, weil das waren jetzt 5%. Oder der Flugsaurier hat das nie gemacht, sondern irgendjemand anders und haben dann einfach keinen Bock mehr gehabt. Also ich bin ehrlich, hätte ich jetzt bei 0% gehabt, hätte ich das vermutlich auch nicht gemacht. 87, okay. Ja, vielleicht noch zweimal. Und dann haben wir die Geschichte. Ja, und der Alu ist gar nicht so langsam. Aus solche Ideen. Leuchtpilze, die dann so Geräusche machen, die dann abzuliefern. Schon eine crazy Geschichte. Bin ich mal gespannt, was ich dann auch noch für Attacken haben kann. 94. Ah, ich schätze, wenn ich den jetzt abliefere, dann war's das. Ich bin wirklich gespannt, wie viel EP mir das macht. Und mir hatte auch jemand in den Kommentaren geschrieben, dass die Person mir eher empfehlen würde, auf den Community-Servern zu zocken, da man dort nicht so lange braucht für das Leveln. Allerdings muss ich sagen, 102, ja, okay, geht. Allerdings muss ich sagen, ich liebe den Kick, dass man nie weiß, ist derjenige friedlich oder will er einen abfacken. Ich finde, das hat was. Das hat einen gewissen Charme. Ich finde es geil. Ich will keine Regeln haben. Wirklich nicht. Und irgendwo ist das ja auch das Coole daran an den Öffentlichen. Wieder keine Ausdauer. Dass es dauert und man hat wirklich dieses Erfolg... Bitte hinlegen. Dieses Erfolgserlebnis, dass man wirklich eine Stufe erreicht hat. Ja, weil ich habe schon viel gelesen und gehört, dass es wirklich... Community-Server gibt, wo das Leveln sehr, sehr, sehr schnell geht. Aber ganz ehrlich, das würde mir den Spaß wegnehmen. Ne, lieber wirklich ein Erfolgserlebnis. Auch wenn man manchmal hin und wieder Pech hat. Aber dann machen wir jetzt mal 25 Blumen und Knopfpilze. Oh, Knopfpilze. Die werden ja hier irgendwo wieder sein. Und eigentlich, wo Blumen sind, sind Knopfpilze ja auch nicht weit entfernt. Die Frage ist nur, ob ich gerade in die richtige Richtung laufe. Ich laufe jetzt laut der Karte so ins Grüne. Was ja tendenziell eigentlich nicht verkehrt ist, aber anscheinend schon. Oh, aber ich muss auch einen Ort entdecken. Wie weit ist denn dieser Ort weg? Boah, ganz ehrlich. Lass machen. Wir haben eine halbe Stunde dafür Zeit. Dann gehen wir in Richtung des Ortes. Hoffen, dass wir aber auf den Weg Knopfpilze und Blumen finden. Leuchtpilze. Hier sind aber viele Leuchtpilze. Oh, das ist eine Aussicht. Stark. Blumen.
aber anscheinend habe ich kein Glück. Habe ich das gemacht? Ich kann mich jetzt, da ich jetzt mehrere Dinos jetzt mittlerweile anfange. Weil töte einen Pflanzenfresser. Habe ich wirklich sofort diese Quest? Gerade nicht so geil. Aber wenn ich jetzt darüber schwimme, ich bestimmt. Oh, jetzt seht's mal, wenn ich so Klippen sehe. Oh, ihr wollt doch auch, dass ich's tue. Mit dieser Aussicht alleine. Ich werd's tun. Ich werd's tun. Ich werd's tun. Ich hasse alles. Okay. Ich muss damit aufhören. Ich habe wirklich gedacht, das ist kein Bluff. Oh. Okay, das war ein Riesenfehler. Leute, ihr habt es gesehen. Ist wirklich nicht machen. Also anscheinbar... Ich konnte das damals mit meinen... Ja, ich sag mal gerne Mega, aber ihr nennt den immer Metra. Oder Metri. Konnte ich so oft ins Wasser springen. Alles cool, aber anscheinend geht das wirklich absolut gar nicht mehr. Ja. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, weil ich habe das nicht gemacht, weil ich jetzt unbedingt sterben wollte, sondern einfach nur, weil ich dachte, komm, ist doch wirklich relativ groß. Aber anscheinend ist das scheißegal. Aber das macht es dann ziemlich kompliziert, wenn man mal blöde Stresssituationen hat mit Raptoren und man muss irgendwie abhauen. Dann hat man ja wirklich die Arschkarte. Wo sind Äste? Mann, sind überall Äste. Jetzt finde ich hier Blumen ohne Ende. Aber keine Äste. Ach nein, weil ich jetzt... Weil ich gestorben bin... Muss ich Diddelfodons töten. Na, alles gut. Kriegen wir hin. Ja, aber ich freue mich schon, wenn ich wieder live gehe mit euch gemeinsam. Macht auf jeden Fall Bock. Na, bergauf tun sich die Dinos wirklich immer schwer. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ich habe nicht aufgepasst. Bisschen runterglitschen. 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 Ich hasse alles. Ah, hat aber geklappt. Sehr schön. So, jetzt versuchen wir relativ schnell die EP wieder gut zu machen. Aber wir haben trotzdem mehr als am Anfang der Folge. Aber am Anfang der Folge hatten wir eh fast null. Das sieht schon geil hier aus. Kann ich eigentlich sehen, wer online ist aktuell? Auch von den Freunden. Tatsache, man kann dann sehen, okay, Luke zum Beispiel ist online. Interessant. Ja, beseitige Äste verschwindet jetzt leider. Aber ich bin jetzt irgendwie so zielstrebig. Der Ort ist weit weg. Ich sehe gar nichts. Oh, ich habe keinen Bock mehr vor Klippen. Warum ziehen mich diese Klippen immer magisch an? Ah, guck mal, aber hier kann man sich ein bisschen runterglitschen. So. Schummeln kann man immer.
Ich hätte aber so gerne den Pflanzenfresser getötet, also die Quest behalten. Okay. Wir sind müde. Jetzt mal professionell legen uns mal hier hinter den Felsen. Wir sind nur ein Busch. Das ist ein Flugsaurier. Ich bin kurz. Gucken wegen ihn. Okay, was steht hier? Infestation. Warte, wo ist denn das? Ah. Interessanter Sound. Der friedlich oder weil er macht ziemlich Palaver. Frage ist nur, was macht er? Ich denke mal, ein Flugsaurier wird ja dieselben Quests haben wie wir. Stelle ich mir trotzdem ziemlich nervig vor. Komm mal, da machen wir wenigstens jetzt einmal die. Wenigstens jetzt einmal diese Quest hier. Zumindest einen schon mal töten. Steckst im Ast fest. Drei Stück. Ja, die werden wir noch machen. Gehen wir jetzt gleich zu dem Ort. Was hattest du denn für einen Fehler? Das ist sehr gelitten, ne? Aber dieser Kollege macht mir ein bisschen Sorgen. Egal, wir gehen jetzt zuerst hier hin. Der mich jagt? Ihr könnt mir ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr glaubt, seine Mission war. Ob er mich gehört hat, gesehen hat und jetzt Auge auf mich macht oder was seine ja Mission aktuell ist. Vielleicht sucht er auch mich. Weiß man ja nicht. Ich will nur nicht mehr vor einer Klippe stehen und runterspringen. Sehr schön, haben wir auch gemacht. Weiter geht's. Dann gehen wir. So, ziemlich gelb. Gehen wir jetzt zu dem Ort. Hoffen wir, dass wir dann nochmal eine Mission bekommen. Also ein Kleintier, was er mir angezeigt wird. In der Schlucht, okay. Oh, Ausdauer ist gleich weg. Komm, wir legen uns mal hin. Nein. Nein, das ist nicht dein Ernst. Ich finde den Ort hier gar nicht schön. Wir legen uns trotzdem einmal kurz hin. Kann ja trotzdem übers Wasser gehen. Ah, aber guck mal hier. Wird einer angezeigt. Den nehmen wir mit. Alles gut. Dort. Sehr schön.
Den nehmen wir dann mit. Bisschen eh übers Wasser. Und er ist auch gar nicht so langsam im Wasser. Ja, da ich nicht so viele Vergleichswerte vor dem Update habe, weiß ich jetzt nicht. Also mein Metri war extrem langsam im Wasser. Böses Wasser. Salzwasser. Ach, so ärgerlich. Ich habe wirklich gedacht, ich würde diesen Sprung überleben. Aber macht das auf jeden Fall nicht. Also die haben das wirklich mit der Physik gut umgesetzt. Mit dem Fettsein. War wahrscheinlich erst da vorne hoch. Ich würde gerne mal so eine Mission wieder irgendwas anderes machen, aber ich muss zu dem einen Ort. Ah, ist hier ein Kadaver? Stark. Was bist du denn für ein... Oh, super brutal. Ein Kopfloser. Oh, sein Stummelärmchen ist auch weg. Okay, wenigstens haben wir schon mal gegessen. Die Lenkung zu laufen ist aber auch sehr undankbar. Okay, hat keinen Schaden genommen, macht aber Palabe wie ein ganz großer. Okay, also ihr seht, ich habe fast die Hälfte des Lebens verloren und das war nur so ein kleiner Vorsprung. Ey, warum? Ah. Das kann nicht sein. Ey, re-random. Bitte, war er da am Stehen? Warum tut er das? Dieses Haufenstück Scheiße. Oh, Mann. Okay, und wir gehen wieder rein. Gut. Ist wieder viel Leiste weg. Wie viel Coins haben wir eigentlich? 148. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir davor hatten. Also, wie wir merken... Muss definitiv mit euch runtergehen, nicht alleine. Dass er mich auch sofort tötet, ist so asozial. Aber ich muss zugeben, ich habe kurz überlegt, ob ich ihn anknabber. Aber okay. Ich hätte gar nichts gemacht. Ich stand nur da. So, assi. Schade, schade. So, wo ist eine Wohnhöhle? In dieser Richtung. Ja. Tja. Bleibt auch nichts zu sagen. Aber dass der genau da stand am Felsen. Bringt das das was? Ja, ich könnte Blumen schaffen. Soll ich das mal eben machen? In der Hoffnung, dass ich Knopfpilze auf dem Weg finde. Um ein bisschen EP wieder zu haben. Ich habe trotzdem mehr als in der Folge. Also zu Beginn der Folge. Habe ich trotzdem mehr gerade. Jetzt nicht zurücklaufen. Hier müssen auch noch Blumen kommen, oder? Ja. Kommen auch welche. Sehr schön. Das sollte es dann auch gewesen sein, was erstmal die Blumen angeht. Und Knopfpilze muss ich hoffen, dass ich die hier auf den Weg finde. Warte, ich laufe jetzt hier motiviert lang. Ist theoretisch sogar richtig, okay.
Ja, vertraut keinen. Ich will mein Alu doch nur groß machen. Aber schön, Musik ist nicht mehr so tot. Ist ein gutes Feature. Na, ich entferne mich wieder. Jetzt werde ich hier keine Knopfpilze finden. Oh, ich habe 1,5 Minuten. Hier ist noch grün. Aber die sind ja auch mal... Ah, nee, doch. Eigentlich findet man die auch hier auf den Wiesen. Aber ich werde schon voll der Profi. Ich weiß mittlerweile auch, wo die sind. Normalerweise findet man die auch hier. Aber ich weiß auch safe, wo ich direkt in der nächsten Folge, wenn ich dran denke, auch mal hinwatschel. Ich liebe nämlich das Salzgebiet. Ich weiß nicht warum, aber da kannst du so gut questen. Nee, leider. Rote Hose. Wobei, wenn die halbe Minute abläuft, haben wir doch hier eh die Mission hier. Blumen, Tigernüsse. Kannst du nicht essen. Wie sehen denn die Bären bitte schön aus? Das könnt ihr aber ein bisschen überarbeiten, ne? Aber es meckern auf hohem Niveau. Grafisch ist das auf jeden Fall cool. So, noch 3 Sekunden. Bitte Tigernüsse. Komm. Zeig. Ah, oh, Giftpilze. Warum nicht Tigernüsse? Giftpilze. Ach, wie sahen die denn aus? Also Knopfpilze, Mischling, die weiß ich auswendig. Giftpilze waren keine Flieger. Fliegerpilze nennen die sich hier, glaube ich, ne? Diese roten sind diese Fliegenpilze. Aber ich glaube nicht Fliegenpilze, sondern Fliegerpilze. Hm. Ne, das macht Aua. Aber warte mal. Ich teste trotzdem mal was hier in der Schlucht. Kann das sein? Nee, wir verlassen sogar wieder das Gebiet. Hm. Ach so, schade. Dass der mich einfach tötet. Wahrscheinlich hat er ja Hunger. Ach, ich war so schnell tot. Dabei hätte ich doch so gerne Tigernüsse jetzt einfach gefarmt. Nee, in der nächsten Folge werde ich dann, ich denke, mit einem von euch auch reingehen. Oder vielleicht sogar live. Vielleicht sogar heute Abend. Wird so eine spontane Geschichte werden. Aber ins Wasser werde ich definitiv nicht mehr springen. Und muss leider den Weg drumherum machen. Das mag ich ja gar nicht. Ja, ob man generell nie mit dem Alu runterspringen konnte, weiß ich nicht. Naja, wir gehen jetzt zur Wohnhöhle. Wir werden leider eh nichts machen können. Die Frage, ob ich mich hier richtig bewege. Aber das sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Fragezeichen.
Das ist safe mein Tod. Nicht cool. Okay, wenn ich da jetzt... Ich glaube, mir tut alles weh. Was kommt mir da raus? Was ist das? Ach so, das soll ein Knochen sein. Oh, du Armer. Also ich weiß, man möchte nicht mein Dino sein. Wenn ich da jetzt runterspringe, dieser kleine Vorsprung, ich bin safe tot. Ah, okay, ging noch. War noch human. Was tue ich nicht alles für die Wohnhöhle? Ich muss wirklich damit aufhören. Ich muss das wirklich bedenken. Ich bin fett. Und ich habe Aua, wenn ich runterspringe. Das muss wirklich in meinen Schädel rein. Definitiv. Egal. Spielsitzung, mehr Wachstum zu erhalten. Perfekt. Das kenne ich, das Spiel. Hier, das kenne ich auch alles. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Sie war nicht sehr effektiv. Aber trotzdem in einer kuriosen Szene, dass er einfach da an der Felswand stand, still und mich dann wegsnackt. Sehr, sehr schade. Aber ich werde das nächste Mal auf jeden Fall mit einem von euch runtergehen. Bisschen Begleitschutz. Wobei, wenn es der Livestream ist, dann wird es natürlich der T-Rex werden. Also ich bin mal sehr gespannt. Ich schaue mal. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Ciao. If the sky is breaking down, if the lightning comes to strike, I'll be the projection on the wall that lies. I can't see a light, just look into the sky and follow the lights. My fate in my own hands.